Die Verbandsversammlung des Burgenländischen Mühlverbandes, kurz BMV genannt, ist alljährlich gegen Ende des Jahres auch der Tag, an dem Bilanz gezogen wird. Diesmal im Messezentrum in Oberwart. Das Jahr 2023 war durchwachsen und von einigen wesentlichen Höhepunkten geprägt. Zunächst einmal ist, glaube ich, es ist schön, dass es sehr konstruktiv im Vorstand auch die Zusammenarbeit ist. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass man weiterkommt. Es ist natürlich eine Herausforderung und wir werden auch, was das Budget betrifft, also den Abschluss, es wird ein kleines Minus davor stehen. Aber trotzdem, glaube ich, die Botschaft ist, dass wir es wieder geschafft haben, die Gebühren nicht zu erhöhen. Und das, glaube ich, ist schon für die angespannte Situation in vielen Haushalten wichtig. Und das, glaube ich, ist für mich ist das Highlight. Die Akzeptanz der Bevölkerung in Sachen Mülltrennung und anderer Aktionen wurde ebenso analysiert. Wir haben eine Kundenzufriedenheitsanalyse gemacht und das ist schon erfreulich, dass hier der Kunde quasi vom Müllverband und Umweltdienst Burgenland sehr zufrieden mit der Arbeit dieses Verbandes ist. Ja, man muss sagen, 2023 war sicher ein herausforderndes Jahr, haben aber sowohl die Bevölkerung als auch die Gemeinden entsprechend unterstützen können. Ich glaube, das kann sich sehen lassen und sicher 2023 muss man dann auch sagen, trotz dieser großen finanziellen Herausforderungen, die auch der Verband stemmen muss. Man kennt es, die Erhöhung der Betriebskosten, der Stromkosten, der Tankkosten und so weiter. Das war natürlich herausfordernd, aber wir haben es geschafft. Auch am BMV ist die augenblicklich schwierige Zeit nicht spurlos vorübergegangen. Rücklagen mussten aufgelöst werden, aber dennoch kann man mit 155 Millionen im Plus positiv bilanzieren. Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter läuft ja sehr gut. Das Jahr 2023 hat ja einiges gebracht. Wie war nun die Aufgabenverteilung seitens des UDP? Das Jahr 2023 war ein spannendes Jahr, weil es natürlich auch für uns ein schwieriges Jahr war. Denn die Teuerungen mit Energie, Treibstoff und so weiter sind natürlich auch an uns nicht spurlos vorübergegangen. Aber mit einer starken Mutter im Hintergrund haben wir das, glaube ich, ganz gut gemeistert. 155 ist auch jene Zahl an Delegierten aus nahezu sämtlichen burgenländischen Gemeinden, die bei der Vollversammlung stimmberechtigt waren. Das Jahr 2023 war geprägt von vielen Höhepunkten. Da gab es diese Aktion mit der, ich sage keine Dreckschleuder, den goldenen Mistkäfer und so weiter. Wie kann man jetzt diese Aktionen im Rückspiegel sehen? Also wir hatten eben diese Aktion, sei keine Dreckschleuder, die positiv fortgeführt wird und wo wir uns auch erhoffen, dass es Verbesserungen für die Zukunft gibt, auch im Hinblick auf die Pfandverordnung, die ab 1.1.25 kommen wird. Wir hatten auch die Verleihung der goldenen Mistkäfer. Auch diese Aktion soll es im Jahr 2024 wieder geben, weil es eben eine gute Möglichkeit ist, besondere Leistungen in der Abfallwirtschaft vor den Vorhang zu holen. Wir hatten auch eine Kundenzufriedenheitsanalyse im heurigen Jahr, die zeigt, dass unsere Arbeit von der Bevölkerung wertgeschätzt wird. Und es gab auch einen Tag der offenen Tür, wo wir viele Besucher hatten und viele Schulkinder hatten. Und insofern können wir diese Veranstaltungen als sehr positiv sehen und wir möchten die auch im nächsten Jahr wieder fortsetzen.